So, wir haben eine fortgerückte Stunde, deshalb lassen Sie mich nur eine kleine Vorstellungsrunde machen. Machen wir es in Reihenfolge des Alphabetes. Herr Professor Granoff ist Kollege in Lüneburg und dort zuständig für das E-Learning an der Hochschule. Aber für unsere Diskussion wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, ist gleichzeitig Geschäftsführer einer GmbH, die sich für berufsbegleitendes Online-Studium und Online-Weiterbildung, Unterschied diskutieren wir nachher noch, beschäftigen. Der Herr Paul, wurde eben schon gesagt, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei der Zyplin AG, also im Baugewerbe, sozusagen unser Industrievertreter, der uns wahrscheinlich dann sagen kann, welche Unterstützung die Firmen geben können. Und Sie sind ja auch gewerkschaftlich sehr aktiv, deshalb haben Sie da einen guten Überblick. Herrn Rogge haben wir heute schon kennengelernt von der Hochschule Harz, offene Hochschule in dem Projektteam. Und auch dort haben wir gehört, es geht im Wesentlichen um Studieren, neben dem Beruf, teilweise Fernstudium, aber auch Weiterbildung. Ja, worüber wollen wir uns unterhalten? Wir wollen uns unterhalten über lebenslanges Lernen und natürlich auch, wer bezahlt das? Was kostet es für wen? Jetzt müssen wir beim lebenslangen Lernen natürlich ein bisschen unterscheiden. Also auch die Berufserfahrung ist natürlich lebenslanges Lernen. Dann gibt es innerbetriebliche Fortbildungen. Es gibt viele außerakademische Anbieter für Fortbildung, ob das jetzt die IHKs sind oder die Handwerkskammern, da gibt es ganz viele Dinge. Private Anbieter außerhalb der akademischen Bildung, nur ich habe hier im Wesentlichen Vertreter der Hochschulen sitzen, deshalb möchte ich mich bei dem lebenslangen Lernen konzentrieren auf die akademische Weiterbildung an Hochschulen. Und aber auch da haben wir ja schon genügend Probleme. Da gibt es dieses klassische Präsenzstudium, was man machen kann, zum Beispiel aus dem Beruf heraus. Wir haben aber auch zwar klassische Bachelor-Master-Studiengänge, die man im Fernstudium oder berufsbegleitend machen kann, zweite Gruppe. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch eine Weiterbildung, die nicht eingebunden ist direkt in Bachelor- oder Master-Studiengänge. So, damit haben wir so ein bisschen eine Übersicht erstmal. Jetzt möchte ich gleich wieder im Alphabet, den Kollegen Granoff zuerst mal bitten. Wie ist denn das mit dem lebenslangen Lernen? Sie bieten doch im Bereich der Hochschulen eigentlich alles an. Sie bieten Vollzeitstudium an, Sie bieten Teilzeitstudium, Sie bieten auch Weiterbildung, wenn dann auch vielleicht in der GmbH an. Und darum ist jetzt meine erste Frage die, wie ist die Nachfrage nach diesen verschiedenen Gruppen? Und was können überhaupt staatliche Hochschulen anbieten und was bieten besser Privatanbieter an? Denn viele sind ja zwar Hochschulen, aber die haben es ausgelagert in GmbHs. Ja, gut, das ist ein ganzer Komplex. Als Fachhochschule Lübeck ist unser Kernstandbein ja von jeher das klassische Präsenzstudium gewesen. Wir haben uns dann bereits 1997 damit auseinandergesetzt, welche Chancen für uns eigentlich das Internet bietet und haben von Anfang an beschlossen, jetzt das Internet zu nutzen, nicht um unsere Präsenzstudiengänge zu verbessern, sondern um die Möglichkeit des berufsbegleitenden Studierens zu ermöglichen und damit die Hochschule für Berufstätige zu öffnen. Es war für uns unschwer zu sehen, dass wir das alleine nicht tun können. Wir haben dann initiiert einen Verbund staatlicher Fachhochschulen, die virtuelle Fachhochschule, die dieses gemeinsam tun. Seit 2001 haben wir mit diesem Verbund inzwischen insgesamt 8 berufsbegleitende Bachelor- und Masterstudiengänge als Online-Studiengänge konzipiert, die berufsbegleitend genutzt werden. Dieses sind jetzt zunächst mal Regelstudiengänge der beteiligten staatlichen Fachhochschulen und damit dem Grunde auch, wir arbeiten ja in 7 Bundesländern, dem Grunde auch Studiengebühren frei, weil es ja elementare Hochschulaufgabe ist. In Ergänzung dazu bieten wir seit 2005 auch andere Weiterbildungskurse außerhalb von Studiengängen an. Wir haben hier ein ziemlich großes Portfolio inzwischen, nur um die Zahlen zu haben. Wir haben
inzwischen in den Online-Studiengängen 3.300 Studierende eingeschrieben, als Regelstudierende staatlicher Hochschulen im Fernstudienmodus. Im letzten Jahr hatten wir 11.500 Teilnehmende an den dann gebührenpflichtigen Weiterbildungskursen. Was wir jetzt in diesem Jahr begonnen haben zu tun, ist, diesen Grad der Öffnung weiterzutreiben. Wir beschäftigen uns jetzt seit einigen Monaten mit dem Thema der Massive Open Online Courses. Das sind nun öffentliche Weiterbildungskurse, die dem Grunde nach gebührenfrei sind und die wir auch so anbieten und wo wir jetzt auch daran arbeiten, dafür geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich denke, uns ist der Wechsel gut bekommen, weg von der reinen Präsenzlehre, die Öffnung für Berufstätige als Klientel. An meiner eigenen Hochschule, der Fachhochschule Lübeck, haben wir derzeit 12% der Studierenden in den berufsbegleitenden Studiengängen. Das heißt aber auch, dass 12% unserer regulären Haushaltsfinanzierung in diesem Bereich des berufsbegleitenden Studiums fließt. Mhm. Ganz herzlichen Dank. Jetzt weiche ich doch mal von Alphabet ab, denn ist mir gleich aufgefallen, Herr Rogge, Sie bieten ja durchaus ähnliche Dinge an. Ja. In der Hochschule Harz. Wie ist denn die Nachfrage von denjenigen, die aus der beruflichen Bildung kommen? Haben die überhaupt Interesse an diesen klassischen Präsenzstudiengängen oder ist die Nachfrage doch eher nach berufsbegleitenden, nach Fernstudien oder vielleicht sogar viel kürzeren Weiterbildungsmaßnahmen? Das ist pauschal gar nicht so zu beantworten. Also natürlich haben wir Interessenten, die zu uns kommen und direkt nach Vollzeitstudiengängen fragen. Das bedeutet aber immer, dass sie dann ihren Beruf pausieren müssen und dann danach dem Studium wieder in das Unternehmen wechseln, beziehungsweise dann in ein anderes Unternehmen wechseln. Das ist eine Variante, die aber bei uns relativ selten vorkommt. Der wichtigste Punkt ist wirklich die berufsbegleitenden Studiengänge, die wir anbieten. Und da ist es meiner Erfahrung nach so, dass die Schüler oder die Berufstätigen immer so einen kleinen Impuls brauchen. Das spricht sich sehr, sehr schnell rum. Also man braucht immer so 1-2 Semester, bis sich das dann rumspricht, dass wir einen bestimmten Studiengang anbieten. Und dann kommen die meistens von allein. Natürlich machen wir noch Weiterbildungsveranstaltungen, Infoveranstaltungen, gehen auch an die Schulen informieren, gehen sogar in die Unternehmen und informieren. Aber die meisten kommen von allein und fragen das auch direkt nach. Die Zertifikatsstudiengänge und die Weiterbildungen davon losgelöst, die fragen meist Unternehmen nach, also weniger die Studierenden selbst, sondern die Unternehmen, die dann zu uns kommen und sagen, sie brauchen zu einem bestimmten Thema eine Weiterbildung. Und das kann als Zertifikatskurs angeboten werden. Also das muss man dann klar trennen. Also Zertifikatskurse, meist nachgefragt von Unternehmen, die anderen beiden Varianten nachgefragt von den Berufstätigen, da schwerpunktmäßig die berufsbegleitenden Studiengänge. Meine Erfahrung. Ja. Da sind wir ja gleich schon bei dem, was die Industrie sich denn so wünscht, nicht? Ja. Herr Paul, ja. Sie haben ja nun den Vorteil, Sie sind nicht in der Geschäftsführung direkt und müssen Gewinn fahren, aber Sie können als stellvertretender Betriebsratsvorsitzender natürlich sehr gut überschauen, einmal was wünschen sich Ihre Mitarbeiter und was wird wirklich benötigt für die Firma. Da ist jetzt genau die Frage, braucht die Firma denn wirklich ganze Studiengänge, Bachelor, Master oder brauchen die nicht im Wesentlichen Weiterbildungsstudiengänge? Also große Frage ist, was brauchen sie und was fehlt ihnen manchmal, was bieten die Hochschulen nicht an? Ja, sowohl als auch. Und das ist ja eindeutig, wir brauchen auch die Möglichkeit, dass sich Leute weiterqualifizieren auf allen Ebenen und das schließt auch so die Aufstiegs Möglichkeit von Bachelor zu Master ein, aber aus unserer Sicht spielt ja die Wirtschaftlichkeitsfaktoren eine große Rolle. Wir haben auf jeden Fall als Teil der Strabag-Organisation ein ziemlich gut ausgestattetes Budget für Fort- und Weiterbildung, aber dieses Geld schenkt uns niemand. Wir müssen es verdienen, deswegen müssen alle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wirklich einen wirtschaftlichen Hintergrund haben für uns. Und da spielen auf jeden Fall die interne, spezialisierte Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen die größere Rolle. Wir haben zwar Leute, die berufsbegleitend dann Studien machen an Hochschulen,
Aber die Schwierigkeit für uns ist da nicht die Seminar- oder ja, Kurskosten, sondern die fehlende Arbeitszeit, weil das oft ja, die Leute sind, die wir schwer vermissen, sozusagen, wenn die uns einige Zeit aus dem Betrieb sind. Deswegen ist es wirklich für uns interessant, dass solche Kurse berufsbegleitend angeboten werden und dass die Leute relativ wenig Zeit fehlen, wo die für uns nicht für Projektarbeit zur Verfügung stehen. Und das ist immer unsere Gratwanderung, ja, was können wir vertreten, was ist wünschenswert und vor allem ja, auch die Wünsche der Mitarbeiter, weil das klar ist, da haben unsere Leute gewisse Wünsche, die haben auf jeden Fall im Rahmen unserer jährlichen Mitarbeitergespräch direkt die Möglichkeit, ja, Fort- und Weiterbildungswünsche zu äußern. Und da müssen wir schauen, was ist realistisch für uns zu realisieren. Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben wir gehört, ein ganz kritischer Punkt ist, die Mitarbeiter dürfen nicht zu lange fehlen. Das muss man natürlich sehen, selbst ein Masterstudium, naja, 3 Semester mindestens. Deshalb ist wirklich die Frage, wird die Zukunft vielleicht doch sein, kürzere Weiterbildungsmaßnahmen? Herr Granoff, was meinen Sie, haben die staatlichen Hochschulen in der Zukunft mehr solche Angebote anzubieten oder wird das im Wesentlichen der private Anbieter machen? Nein, die staatlichen Hochschulen werden voll in dieses Segment hineingehen. In Schleswig-Holstein waren wir die ersten Fachhochschule, die dieses für sich erschlossen hat. Inzwischen haben 3 der 4 staatlichen Fachhochschulen in Schleswig-Holstein, das habe ich heute gerade gelesen, diese Erweiterung des Angebots an berufsbegleitendem Studium, Online-Studium und an Weiterbildung auch in ihre formalen Zielvereinbarungen mit dem Ministerium aufgenommen. Das heißt, dieses wird systematisch so erweitert. Dieses berufsbegleitende Online-Studium ermöglicht es ja, seinen Lebensunterhalt weiterhin ganz normal zu verdienen. Das Studium findet in der Freizeit statt. Die Masse der 3.500 Studierenden, die wir in den Studiengängen haben, macht dieses ja nicht während oder als Ersatz der Arbeitszeit, sondern die machen dieses an Abenden, Wochenenden und Feiertagen. Ich vermute, Pia Drössler auch. Das heißt, dieses Argument, ja, dass gerade ja hochbefähigte und gut motivierte Menschen aus dem Unternehmen herausgehen, findet ja bei dieser Art von berufsbegleitendem Studium gar nicht statt. Auch nicht der Ausfall der Verdienstmöglichkeit. Viele sagen ja immer, ach, das ist ja auch eine gute Alternative für Berufsrekrüterinnen, dann können sie ja während der Erziehungsphase ihrer Kinder sich schon mal auf ihren zukünftigen Beruf vorbereiten. Dieser Effekt tritt bei uns so nicht auf. Die erziehenden Frauen, die bei uns berufsbegleitend Studierende sind außerdem Vollzeit berufstätig, auch mit relativ kleinen Kindern und bekommen das erstaunlich gut organisiert. Das sind nicht die langsamsten Studierenden. Und diese Vereinbarkeit von Kindererziehung, voller Berufstätigkeit und Studium lässt sich sonst gar nicht ermöglichen. Herzlichen Dank. Herr Rogge, Sie sagten schon, bei Ihnen fragt die Industrie tatsächlich an nach solchen Weiterbildungsmaßnahmen. Was sind denn so typische Zeiten? Wie lange ist die, wenn die Industrie anfragt, die stellen ja frei, ne? Wie lange würden die denn freistellen? Was wünschen die sich denn so? Welche Länge von Kursen? Also die wünschen sich tatsächlich, dass die Mitarbeiter auch noch im Unternehmen bleiben. Also was ich auch vorhin vorgestellt hatte, bei unserem Zertifikatskurs, den wir anbieten für die Energie- und Versorgungswirtschaft, ist es so, dass Unternehmen sagen, na, einen Tag in der Woche, den können wir anbieten. Das ist kein Problem, da können die Mitarbeiter dann Freitag, Samstag, Sonntag oder Freitag, Samstag ins Studium, das funktioniert. Aber von Montag bis Donnerstag wäre schön, wenn uns der Arbeitnehmer erhalten bleibt. Das sind die Dinge, die Unternehmen nachfragen. Und genau so bieten wir das auch an, also nach deren Wünschen dann. Wie finanzieren Sie dann diese Kurse?
Die werden bezahlt von den Unternehmen. Von den Unternehmen. Richtig. Und das hat man vorhin in der Diskussion leider nicht. Also wir haben viel diskutiert, wer was finanzieren soll. Was mir ein bisschen zu kurz kam, ist die Finanzierung von Unternehmen. Denn wir stehen in einem Wettbewerb. Auch Deutschland steht in einem Wettbewerb, die Industrie steht in einem Wettbewerb. Und da gehört auch mit dazu, dass man die Bildung finanziert, auch seine Arbeitnehmer fördert. Und dann muss auch die Industrie daran beteiligt werden, das zu finanzieren. Das ist ganz klar, dass es so sein muss. Anders funktioniert es, glaube ich, gar nicht. Bessere Steilvorlage für den Übergang in die Finanzierung. Was kostet es, vor allen Dingen für wen? Kommen Sie mir bald die liefern. Herr Paul, Sie haben es gehört. Ja. Was kann die Industrie leisten und vor allen Dingen, was will sie bei der Finanzierung leisten? Ja, ich kenne diese Diskussion ganz gut und es gibt kein Pauschalrezept, das wird von Fall zu Fall entschieden. Voraussetzung ist, dass ein Arbeitnehmer bereit ist, ein gewisser Eigenanteil, entweder Zeit oder geldlich einzubringen, weil wir sagen immer, diese Fort- oder Weiterbildung ist nicht nur rein Gewinn für die Firma, das ist auch ein Gewinn für den Arbeitnehmer. Und deswegen wird schon erwartet, dass das nicht 100% zulasten der Firma geht. Aber da gibt es sicherlich Möglichkeiten, da gibt es die Bereitschaft, dass die Leute in Teilzeit arbeiten können und die restlichen Tage dann in diese Fort- und Weiterbildung investieren können. Es gibt auch ja, gewisse Zuschüsse während der Fort- und Weiterbildung. Gibt es alle möglichen Varianten, aber wirklich personenbezogen dann. Und das ist immer eine Diskussion, wo der Betriebsrat auch oft involviert ist. Wird dann tatsächlich die Person freigestellt und die Fortbildung finanziert, denn ich weiß, bei vielen Firmen ist es dann so, wir die Finanzierung, Zeit ist aber dann Problem richtig, der Studierenden. Wir sagen zum Beispiel, dass die Leute dann, was weiß ich, Freitag, Samstag die Fortbildung machen, bekommen dann nur 80% Gehalt während dieser Zeit, aber zum Beispiel, dass die Seminargebühren die Firma bezahlt. Wie gesagt, es gibt alle möglichen Modelle, aber die Firma ist schon bereit, ziemlich viel Geld zu investieren, wenn es im Rahmen ist von das, was für die Fort- und Weiterbildung vertretbar ist. Mhm. Herr Granoff, Sie sagten, Ihre Studierenden arbeiten normalerweise parallel und machen das in ihrer Freizeit. Mhm. Wie finanzieren die normalerweise ihr Studium ausschließlich durch die Arbeit? Kriegen die Unterstützung vielleicht auch im Rahmen für die Lebenshaltung? Und vor allen Dingen, an welchen Stellen fehlt Finanzierung? Speziell auf diese Gruppe beruflich Gebildete, für die sie extra Programme anbieten. Naja, die grundständigen Bachelor-Master-Studiengänge sind ja grundsätzlich erstmal frei von Studiengebühren. Was die Menschen da investieren, ist ihre Zeit und das wirklich nicht. Zu knapp. Es gibt bei diesen Angeboten eine Medienbezugsgebühr, die bei Vollzeitstudien bei 78 Euro im Monat läge. Jetzt haben wir aber so gut wie keine Vollzeitstudierenden. Wir organisieren die Studiengänge ja so flexibel, dass die Studierenden selber entscheiden können, wie viele Module sie im Semester belegen, ob sie 6 Module belegen, das wäre Vollzeitstudium, oder aber auch nur 1. Wenn ich eine Entscheidung für einen Bachelor fälle, den ich berufsbegleitend mache, dauert der ja tendenziell eher 6 als 3 Jahre. Über eine so lange Zeit können einzelne Menschen ja überhaupt nicht festlegen, dass sie kontinuierlich, sage ich mal, 10, 20 Stunden die Woche etwas tun können. So lassen wir das offen, dass die Studierenden auf dem Weg selbst entscheiden können, in welchem Tempo sie vorwärts gehen. Es gab durchaus, wir sind ja mit dem Bachelor Medieninformatik angefangen, 2003 mit dem Niedergang des Hypes, relativ viele Menschen in dieser Branche, auch bei unseren Studierenden, die dann mal ihre Arbeit verloren haben, was man an den Belegungszahlen dann auch gleich feststellen konnte, weil die plötzlich zugelegt haben. Es gibt andere Effekte, die es eben erforderlich machen, dass man nicht mehr so schnell vorwärts geht. Und ich denke, das müssen wir als Hochschule auch abfedern können, um wirklich diese Idee eines berufsbegleitenden Aufstiegs sinnvoll zu unterstützen und nicht so ganz feste Raster machen und so tun, als Mensch, ob Menschen heutzutage noch feste 40-Stunden-Woche mit gut planbaren
Zeitfenstern über 3 Jahre hätten. Ähnliche Frage an Sie, Herr Roberts. Mhm. Sie haben sehr schöne Programme vorgestellt, haben gesagt, im Moment haben Sie auch Sonderfinanzierung dafür noch. Ja. Ich sage immer, diese Programmfinanzierung ist eigentlich vergiftetes Geld. Denn man baut etwas auf und irgendwann ist die Finanzierung zu Ende. Und dann ist immer die Frage, was passiert danach? Deshalb auch an Sie die Frage, was müssen wir fordern an Finanzierung, damit wir speziell für beruflich Qualifizierte solche Sonderprogramme anbieten können, die Sie ja offensichtlich brauchen, damit Sie weiterarbeiten können? Schwierige Frage, weil ich die gar nicht pauschal beantworten kann. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Studierenden, die bei uns Studiengebühren zahlen, das gerne tun, weil sie in ihre Zukunft investieren. Das heißt, ich spüre im Moment an der Hochschule Harz den Druck nicht, dass die öffentliche Hand da eingreifen muss, dass die finanzieren muss bestimmte Bereiche. Die Aufgabe der Hochschule ist es, wenn sie Förderprojekte bekommt, die in dieser Zeit auf solche Füße zu stellen, dass sie sich auch darüber hinaus dann tragen und nicht, wenn die Mitarbeiter dann wegbrechen, die es aufgebaut haben, danach auch die Studienangebote verschwinden vom Markt. Das wäre der falsche Weg. Also da sehe ich die Aufgabe eher an den Hochschulen zu schauen, wie kann ich das in die Hochschulstruktur so einbetten, dass sich das auch langfristig trägt. Und auch da gibt es wahnsinnig viele Diskussionen, was man da machen kann. Es gibt Hochschulen, die sagen, jawohl, wir wollen das in der Struktur behalten und vereinnahmen das im Haushalt. Es gibt Hochschulen, die sagen, sie gründen eine GmbH, die das Geld erwirtschaftet und dann vielleicht die Gewinne wieder an die Hochschule zurückführt. Da gibt es ja verschiedene Modelle, was man da machen kann. Aber die Hauptaufgabe der Hochschule ist es, diese Strukturen zu schaffen. Und die Finanzierung sehe ich im Moment gar nicht unbedingt beim Staat, dass der da eingreifen muss. Denn das ist ein Markt, den man freilassen soll. Das soll auch den Hochschulen überlassen werden, was sie da anbieten. Das ist Wettbewerb. Und der funktioniert meines Erachtens am besten, wenn der so wenig wie möglich reglementiert ist und wenn auch der Staat so wenig wie möglich da eingreift. Deswegen bin ich kein Freund davon, ganz viele Förderprogramme wieder aufzulegen, sondern das den Individuen und den Unternehmen zu überlassen, da zu investieren. Sehr interessant. Bevor ich eine Runde nochmal dann mache zur Zukunft der Weiterbildung des lebenslangen Lernens, möchte ich dann vielleicht auch nochmal in das Publikum die Frage hineinstellen. Der Timmermann hat vorhin so schön dargestellt, dass unserer Gesellschaft die Weiterbildung ja kaum etwas wert ist. Und wenn ich in die hochschulische Bildung hineinschaue, da haben wir zwar gesehen, seit 75, glaube ich, waren die Zahlen, was an prozentualen Mitteln in die Hochschule noch zwar sehr konstant, aber der Fehler ist da ja immer, das sind die prozentualen Mittel, aber nicht die Mittel pro Studierende. Pro Studierende hat sich das etwa halbiert. Das ist nochmal was ganz anderes. Deshalb, bevor ich dann sozusagen die Zukunft weit mache, auch ins Publikum hinein, frage, sehen Sie möglicherweise das Problem, dass wir weg von der staatlich finanzierten Hochschulbildung inklusive Weiterbildung kommen und immer mehr dahin kommen, dass die Unternehmen, die Privatleute, also außerhalb der öffentlichen Hand, diese finanzieren müssen. Gibt es Meldung? Sonst geht es im Kreis. Also ich sehe nicht, dass die Individuen, die Lerner, eine riesige Bereitschaft haben, große Summen zu zahlen. Das müssten sie ja, wenn der Staat sich immer mehr zurückziehen würde. Und die Unternehmen kalkulieren ganz scharf, denke ich, immer schärfer. Das heißt, die werden ihre Budgets auch ziemlich knapp halten. Also ich glaube, den Staat können wir nicht entlassen. Und ich meine, um mal an den Herrn von Harz was zu sagen, er hat sich so ein bisschen gegen den staatlichen Engagement ausgesprochen. Das ganze Projekt ist staatlich finanziert vom BMBF, Aufstieg durch Bildung und offene Hochschule. Also was machen Sie denn, wenn das wegfällt? Ich weiß nicht, für 6 Jahre, Sie haben bestimmt 1,5, 1,7 Millionen dafür gekriegt. Wir sind das kleinste Projekt mit. Gott sei Dank haben wir so viel Geld nicht. Aber das ist aber 600.000, 700.000. Es ist, ungefähr in dem Bereich. Ich war in der Jury, das habe ich ungefähr nicht vorstellen, wie das aussieht. Und wir haben uns immer gefragt, was passiert nach 6 Jahren, wenn das wegfällt? Darf ich dazu antworten? Ich meine, wir sind ja auch in Aufstieg durch Bildung und entwickeln dort mit insgesamt 4 Hochschulen, 8 neue Online-Studiengänge im Verbund. Allerdings werden diese Studiengänge wiederum Regelstudiengänge der beteiligten Hochschulen. Das ist auch so wichtig, dass das in den Zielvereinbarungen drin ist. Persönlich vermag ich nicht einzusehen, es gibt in diesem Lande, auch in unserem Bundesland, eine Studiengebührenfreiheit
Und da kann studieren, wer auch immer will, ob man viel Geld hat oder ohne, jeder kann kostenfrei studieren. Warum jetzt ausgerechnet Menschen, die Vollzeit berufstätig sind und auch studieren möchten, nur weil sie abends studieren möchten, dafür Studiengebühren zahlen sollen, hat sich mir noch nie erschlossen. Das ist ja genauso eine Bachelor- und Mastergeschichte wie in allen Präsenzstudierenden. Und da ist es ja auch nicht die Argumentation, die sind gebührenfrei, weil die Studierenden das nicht bezahlen können. Das gilt ja gar nicht für alle Studierenden. Und mir hat sich nie erschlossen, warum ich in diesem berufsbegleitenden Bereich dieses anders tun soll. Wir haben allerdings Jahre gebraucht, sage ich mal, um von dem ganzen Organisations- und Finanzierungsmodell dies so in die Hochschule zu implementieren, dass es genau mit den Haushaltsmitteln und den Regularien, die da sind, wann wird Lehre erbracht und, dass es damit abbildbar ist. Diese Studiengänge sind per se auch nicht teurer als andere und das ist genauso Hochschulaufgabe wie alles andere auch. Ich finde auch die Diskussion bei diesen Berufsbegleitenden etwas merkwürdig. Das ist doch nur Bestandteil dessen, brauchen wir ein staatlich finanziertes Hochschulsystem oder nicht. Wenn wir sagen, wir brauchen das nicht, wie in den USA, hat das andere Auswirkungen. Aber solange wir doch sagen, hier bei uns in Deutschland ist das Erststudium bis hin zum Master grundsätzlich erstmal gebührenfrei. Warum ich jetzt genau diejenigen, die das auf zweitem und drittem Bildungsweg machen, das für die nicht gelten sollen, das vermag ich so nicht richtig nachzusehen. Und wenn ich die verwaltungsgerichtliche Urteile sehe, wird es hier auch eigentlich nur zulässig sein, die Aufwendungen, die Hochschulen zusätzlich entstehen, über das Normale hin gebührenfähig zu machen. Da bin ich aber in ganz anderen Dimensionen. Das sind nämlich sehr kleine Beiträge und es ist keine Privatisierung. Wir müssen uns irgendwann wirklich die Frage stellen, und die Politik muss sich die Frage stellen, was ist die Bildung unserer Gesellschaft wert? Das ist sicherlich ein ganz, und zwar bewusst Gesellschaft, wer auch immer es zahlt. Dann machen wir noch eine Runde, eine Wunschrunde. Herr Paul, ja. Wenn Sie Bundeskanzler wären oder Wissenschaftsminister und viele Freiheiten hätten, was die natürlich auch nicht haben, was würden Sie sich für die akademische Bildung wünschen? Und was könnten oder sollten die Politiker tun, damit die akademische Bildung erstens geöffnet ist und zweitens auch sinnvoll für unsere Gesellschaft tätig wird? Schwierig. Ja. Okay. Sie dürfen jetzt wünschen. Ja. Aus meiner Sicht wäre wünschenswert auf jeden Fall eine bessere Kommunikation zwischen die Hochschulen und ja, der Privatwirtschaft sozusagen. Denken der Privatwirtschaft wissen wir vieles nicht, was von den Hochschulen möglich ist oder was für die Hochschulen möglich ist und was ja, in Kooperation für uns erzielbar wäre. Deswegen einen politischen Rahmen zu schaffen, wo man diese Kommunikation fordert, wäre auf jeden Fall gut. Und denke auch die politische Anerkennung von Fernstudiengängen und solche Themen wie E-Learning. Und die sind ein Wachstumsbereich, aber ich denke, für die Politik existieren die momentan noch nicht. Und dass dieser ja, rüberkommt, dass da modernere Lernformen als nur Präsenzstudien auch sehr wertvoll sind und ihr Platz haben. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Mhm. Herr Ober, nicht ganz so frei, sondern will ich mich angehen, auch bei der Weiterbildung sind die Masterstudiengänge ja auch eine Möglichkeit zu studieren, egal ob jetzt mal für beruflich Gebildete nach einem Bachelor, ohne einen Bachelor, wie auch immer, oder andere. Wenn man mal schaut, die Masterstudiengänge, die so berufsbegleitend laufen, sind ganz, ganz häufig MBA-Studiengänge. Weniger welche, die wirklich technisches, fachliches Wissen vermitteln. Fehlt da etwas? Müssten da wesentlich mehr angeboten werden? Oder in welchem Bereich würden Sie empfehlen, oder meinen Sie, ist ein massiver Bedarf da, im Fernstudium oder berufsbegleitenden Studium so etwas zu machen? Da muss man sich die Zielgruppe anschauen.
Also die MBA-Programme im Bereich Betriebswirtschaft beispielsweise laufen ja deutlich besser als im technischen Bereich, weil da wahrscheinlich die Motivation der Studierenden eine ganz andere ist. Das heißt, ich studiere dann berufsbegleitend einen Master beispielsweise, um im Beruf voranzukommen, um aufzusteigen, um eine Abteilung leiten zu können, irgendwann mal Geschäftsführer zu werden, um das mal ganz plakativ zu sagen. Im technischen Bereich ist das, glaube ich, ist die Motivation eine andere, warum ich studiere. Wenn ich Ingenieur bin, weiß ich nicht, ob ich mich in meinem Beruf weiterentwickeln kann, wenn ich noch den Titel dazu bekomme, wenn ich eine Promotion dazu bekomme. Ich glaube, da ist die Zielgruppe anders gestrickt. Das ist aber nur eine Vermutung von mir. Das müsste man untersuchen. Da müsste man fragen, warum studiert ihr denn eigentlich nicht? Also beim BWLern bin ich mir ziemlich sicher, ist es so, weil die beruflich vorankommen wollen. Im technischen Bereich ist diese Motivation, oder sehe ich die nicht ganz so ausgeprägt? Und deswegen hakt es wahrscheinlich an dieser Stelle noch. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ganz herzlichen Dank. Herr Granoff, damit haben Sie das letzte Wort mit den Wünschen, was brauchen die Hochschulen, damit die Hochschulen wirklich lebenslanges Lernen und nicht nur die klassische Ausbildung, die wir bisher hatten, Präsenzlehre, weiter und besser ausbauen können. Was brauchen Sie, was müssen Sie sozusagen von der Politik fordern? Ja, dass wir es in Wirklichkeit brauchen, ist eine vorgelebte Kultur des lebenslangen Lernens. Nicht, dass wir immer freundlich da sitzen und anderen erzählen, wie schön lebenslanges Lernen ist und dass sie das nun unbedingt tun müssen. Selber halten wir uns aber relativ vornehm zurück. Ich finde es ganz klasse, ich habe ein Team von etwa von 55 Menschen. Darunter sind 8 Online-Studierende. Keiner von denen studiert, weil wir das jetzt für seine Berufsausübung unbedingt bräuchten, sondern das ist eigentlich auch eine Art der Identifikation mit dem Produkt. Die haben erkannt, dass es sinnvoll ist, sich neben dem, was ich heute kann, sich andere Welten zu erobern. Und nicht mal in dem Elementaren, dass ich darauf hingehe und sage, naja, wenn ihr so Master drauf hältst, kannst du deine Aufgaben besser machen. Das war in keinem der 8 der Fall. Die sind von sich aus drauf gekommen. Und das war auch nie so, sage ich mal, ganz linear gedacht, ich muss das jetzt unbedingt machen, um dann eine Gehaltsgruppe höher zu kommen. Das war mehr wie bei Ihnen so, dass man sagt, naja, eigentlich können die noch ein bisschen mehr. Und eigentlich ist das eine Herausforderung, der ich mich gerne stellen möchte. Das ist jetzt diese Identifikation mit dem Prozess. Das ist nicht so eine einzelne Weiterbildungsmaßnahme, ich muss die Kompetenz Y haben, weil ich die morgen in meiner Berufsausübung haben muss. Sondern ist die Sache, ich will mich in meinem Mindset weiterentwickelt. Ich will meine Kompetenzen auf ein anderes Level steigen. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich dann doch berufsbegleitend den Masterstudiengang rauskriege. Dass ich unbedingt mehr verdienen will, gilt vielleicht besonders für die Betriebswirte. Da muss das so gelten. Aber diese Idee, eigentlich kann ich mehr, als ich jetzt aus mir gemacht habe, das ist eigentlich das Entscheidende, was wir auch propagieren und vorleben müssen. Das ist ein sehr schöner Spruch. Lernen ist ein Glück, nicht eine Last. Oder muss es wieder werden? Ja. Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei den Mitgliedsgästen und bei Ihnen, liebes Publikum, für das Ausharren und das Zuhören. Ja. Vielen Dank an das Podium, vielen Dank, Herr Professor Schinke, für die Moderation.